Boah, Leute, es ist das warm, aber ich habe keine Kosten und Mühe und Schweiß für euch investiert und werde euch jetzt mal ein bisschen was zeigen von einem neuen Shop, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Und ja, schauen wir uns mal die Produkte an, die ich mir ausgesucht habe. Und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. In der Zwischenzeit darfst du gerne diesen Kanal abonnieren, liken, kostenlos natürlich abonnieren und auch gerne kommentieren. Blitzt das schön als Königin, du strahlst so hell. In deinen Augen leuchten ein Sternenmeer. Mit jedem Schritt siehst du uns in deinen Bann. Du bist die Königin, die niemals sich vergisst. Hallöchen, meine Friends, meine kleinen Brillis. Ja, wir sind wieder zurück am Küchentisch. Und wenn ihr diesen Hintergrund seht, dann wisst ihr ganz genau, irgendwas ist wieder zum Auspacken da. Ihr gefühlt mal die Auspacktante. Und diese Woche haben wir die Asia-Woche gefühlt. Ja, das ist ja, man schreibt mit den Firmen oder die Firmen schreiben einen an. Und ja, dann kommt das meistens immer alles so aufeinander, zack, 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 zack. Und dann kommen die alle hintereinander. Aber ich werde das auf jeden Fall ein bisschen aufteilen. Ich habe drei Pakete. Ich werde heute aber mit einem beginnen. Und zwar ist das Paint Someway. Wie gesagt, von diesem Shop habe ich noch nie etwas gehört. Aber ja, wir gucken uns die Sachen auf jeden Fall an. Die haben ganz, ganz tolle Produkte bei sich im Shop. Und ja, ich habe mir mal wieder ein paar Sachen ausgesucht. Dieses Mal aber mal keine Sticker oder keine Anhänger. Ich habe mir richtig, richtig coole Sachen ausgesucht. Und ich zeige euch die mal alle drei. Ne? Eins, zwei, drei. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was das alles ganz genau ist. Ich würde sagen, oh, ich habe zweimal Eulen sogar, wusste ich gar nicht. Zweimal Eulen und einmal einen Flamingo. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Flamingo. So, das ist eigentlich richtig spannend. Ich packe uns das mal eben aus und dann gucken wir uns mal eben an, was es hier drin gibt. Und das ist alles in dem Set drin enthalten. Ich fand diesen Flamingo so, so schön. Ja, aber eine Information, die ich glaube ich noch nie rausgehauen habe. Ich habe mal ein Flamingo von meiner Schwester bekommen. Das ist so für den Garten gewesen. Und ja, die stand dann immer vor meinem Fenster im Garten und hat dann irgendwie immer auf mich aufgepasst. Total bescheuert, irgendwann damit weggeworfen. Aber das einfach nur mal so am Rand. Und deswegen fand ich irgendwie diesen Flamingo ganz, ganz cute. Ja, der ist irgendwie ein bisschen dreckig, aber ja, schön. Naja, ist auch egal. So, weil das ist tendenziell auch gar nicht so schlimm, wenn der ein bisschen dreckiger ist, weil an diesem Flamingo, das ist ein Nachtlicht und eine Batterie ran tun. Ah, egal, wir wissen ja, wie ein Nachtlicht aussieht. Also es ist ein Nachtlicht und es ist nicht einfach nur ein Nachtlicht, sondern dafür haben wir nämlich diese wunderschönen Sachen hier dabei. Die Steine werden nicht hier drauf normal geklebt, weil das ist keine Klebefolie, sondern wir haben hier einen Kleber, nämlich den B7000. Das ist eigentlich auch ein ganz bekannter Kleber, also der ist halt wirklich um Sachen auf Kunststoff und so zu kleben. Den habe ich schon mal benutzt, den habe ich auch hier in groß. Den habe ich mal für ein Projekt benutzt. Ja, das ist noch nicht veröffentlicht, aber da haben wir mal was getestet und deswegen habe ich diesen Kleber auch hier noch zu Hause. In groß, ne? Also nicht in so klein. Aber für so eine kleine Kleinigkeit brauchen wir auch nicht so viel. So, wir haben auf jeden Fall den Kleber, wo wir dann einfach punktuell, ich kann hier mal aufdrehen, ne? Also das ist wirklich so eine ganz, ganz dünne Spitze, die wir dann punktuell aufkleben können, dann hier auf den Hals oder auf den Flügel oder wo auch immer wir das gerne bepainten möchten. Und dann ja, können wir unsere Kreativität freien Lauf lassen, um dann diese Steinchen da drauf zu kleben. So, wir haben hier ein Standard-Toolset mit dabei, ne? Also so ein hartes grünes Schiffchen. Dann haben wir einmal ein Wachsplättchen und einmal einen rosanen Stift. Wir haben noch hier eine Anleitung. Ach, guckt mal, da wird das sogar auch noch mal beschrieben.
gibt's das auch in Deutsch? Bestimmt nicht. Nö. Welche Sprachen haben wir denn doch? Oh, guck mal, das gibt's sogar auf Deutsch. So, bereiten Sie den Stoff vor und gießen Sie Rheinstein in das Tablett. Das ist auch mega mit Google-Übersetzer übersetzt, ne? Ne? Also wir tun die Steinchen in das Schiffchen, klar, dann machen wir hier, mein Gott, die haben auch in Deutsch, streicht den Kleber auf die Nachtlichter. So, also diesen Kleber, wie gesagt, einmal hier auf das Nachtlicht, ne, wo wir es möchten. Und wenn wir an dem Hals zum Beispiel anfangen wollen. Und dann haben wir hier mit einem Füllfederhalter den Ton andecken. Ich liebe diese Übersetzungen. Ich liebe das. Die Glibber sind Strass. Die Bohrer in der Lampe kneten. Entschuldigung. Und hier unten können wir einmal das Licht anmachen. Ich will Daten sehen. Okay, Finish Product Display. Ja, die wollen uns damit sagen, so würde das Produkt aussehen, wenn wir es gepaintet haben und es anders. Hier können wir das Licht anmachen. Und ja, eine sehr, sehr schöne Produktbeschreibung. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, im Endeffekt können wir uns alle denken, wie es funktioniert, habe ich ja gerade gesagt. Wir haben den Kleber. Na, wir können das punktuell hier auf den Hals, auf die Flügel, auf das Hinterteil, auf den Rücken drauf, punktuell draufkleben, um dann die Steinchen uns in dem Schiffchen zu schütteln und dann mit dem Stift auf die Klebefläche einmal drauf machen, damit wir hier alles voll mit den Strasssteinen haben. Das ist übersetzt diese Anleitung hier, die etwas für den Müll ist. Gut, so, wir haben drei Farben. Das sind runde Steine. Wir haben einmal hier einen Schwarzton, dann haben wir einmal einen Weißton und dann haben wir hier einmal AB-farbene Rosatöne. Rosa natürlich, weil der Flamingo ja auch rosa ist. Und AB-Farben, für die, die es nicht wissen, AB-Farben sollen an die Nordlichter erinnern. Das sind Aurora Borealis Steinchen. Wenn ich das hier mal so ein bisschen in der Sonne, so ein bisschen im Licht schwenke, dann seht ihr, die Steine haben ganz, ganz viele Farben, in die sie schimmern. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend. Und da haben wir ganz, 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 ganz viele und auch eine wunderschöne Farbe. Die sind auch ein bisschen transparent, ne? Also die sind jetzt nicht so, was heißt transparent? Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit Strasssteinen, Entschuldigung. Strasssteine haben ja unten so eine silberne Beschichtung. Und damit habe ich das jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen verwechselt. I'm sorry, it's hot. Oh, ja, und dann können wir das hier, das Lämpchen gestalten, wie wir möchten. Und ich fand das irgendwie mal ganz, ganz spannend, einfach mal was anderes zu sehen, außer immer nur Sticker und Anhänger. Gut, das wäre Produkt Nummer 1 gewesen. Oder ist es? So, dann kommen jetzt die ganzen Eulen. Und zwar haben wir hier einmal einen Beutel, eine Tasche. Ich packe die einmal für euch aus und dann sehen wir uns das gleich zusammen nochmal an. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Nikolausstiefel. Also, das ist kein Nikolausstiefel, aber von der, das ist so ein richtig schöner Stoff. Ne? Also, so wie wir es halt von so einem Nikolausstiefel kennen, ne? Da wo wir dann hier oben dann die Süßigkeiten, die Nüsse etc. halt dann dementsprechend bekommen. Und ich fand das irgendwie mal, ich finde mal ganz witzig, mal was anderes zu sehen. Ja, was könnte man damit machen? Ne? Da kann man natürlich viele Sachen reintun. Also erstmal wird es natürlich hier vorne gepainted. Ne? Also ist jetzt nicht wie bei dem Flamingo, dass wir uns da aussuchen können, was wir painten können, sondern das ist halt wieder vorgegeben. Ne? Wir haben hier so eine Folie drüber. Das heißt, hier ist beklebt es nicht, aber hier beklebt es. Ne? Wenn ihr sowas macht, empfehle ich immer, punktuell das auch zu versiegeln. Ne? Also jetzt nicht mit so einem riesen Schwamm. Ich habe den Schwamm hier noch vom Versiegeln liegen, halt nicht so ein Riesenschwamm, sondern oder einen kleinen Pinsel, dass man halt wirklich punktuell die Versiegelung auftragen kann, damit das trocknet und dann man das einfach auch ohne große, dass die Steine halt nicht abgehen. Ja, das ist halt ganz, ganz wichtig. Deswegen würde ich solche Produkte immer versiegeln. Ist natürlich bei einem Flamingo ein bisschen schlecht. Selbst das könnte man, denke ich mal, versiegeln. Ja, also hier auf jeden Fall.
Und ja, was könnte man damit machen? Da kann man natürlich viele Sachen reinmachen. Tendenziell kann man da in den Beutel alles reintun, was man möchte. Ne? Man kann da, was weiß ich, seine Steine rein, ach, seine Steine, seine Stifte reintun. Man kann da, was weiß ich, Schmuck reintun. Ne? Da ist ja kreativ einfach freien Lauf. Man kann da tendenziell auch, was weiß ich, sich die Äpfel und die Nüsse zu Weihnachten reintun oder so. Dann passt mal das Motiv dazu nicht. Ne? Aber da ist ja die Kreativität freien Lauf gesetzt. Ne? Ich könnte da zum Beispiel, oh, warte mal, ich könnte da so Meisenknödel reintun. Ne? Ich habe hier immer so eine hässliche Box, so eine Eisbox stehen, da wo meine Meisenknödel drin sind, die ich dann in diese Vogelhäuschen, wie auch immer, auf dem Balkon stelle. Oh, da könnte ich doch eigentlich auch die reintun. Oh, da weiß man immer, zu den Vögeln gehört das und das steht dann immer bei uns auf der Fensterbank. Das wäre doch auch eine schöne Sache, oder? Ey, guck mal, dann könnte ich den sogar mal benutzen. Gut! Es ist auch ein richtig schöner Stoff. Ne? Also ist jetzt nicht, fühlt sich nicht so billig an. Ne? Hier oben haben wir noch so ein, damit wir auch das Säckchen wunderbar zumachen können. Ja, und dann ist da alles sicher, was wir da gerne reinmachen möchten. Jetzt gucken wir uns aber noch einmal an, wie die Steine aussehen. So, ich denke mal, da wird wieder das Standard-Toolset mit dabei sein, genau wie gerade auch. Das brauchen wir nicht. Und dann haben wir jetzt hier einmal die Steinchen und das sind alles Strasssteine. So, da haben wir nämlich wieder die Silberbeschichtung auf der anderen Seite. Ich packe das mal eben aus und dann schauen wir uns das mal an. So viele Farben sind es nicht, weil man kann ja auch nicht so viel dran painten, ne? Aber trotzdem, dafür, dass es so eine kleine Fläche ist, finde ich das echt irgendwie spannend, dass das so viele Farben sind. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, wir schauen uns die Steinchen an. Hier haben wir so ein Strassblau. Dann haben wir hier so ein schönes Türkis, ein Braun, so ein dunkleres Braun noch einmal. Dann haben wir hier so ein Lilaton, nochmal so ein Blau-Lilaton. Ein pinker Ton. Oh, das ist auch so ein Braunton, geht aber eher so in diese Bernstein-Gelb-Richtung. Hier werden wir jetzt ganz, ganz transparent. Das ist nicht weiß, aber das ist so ein rosa, ne? So ein ganz, ganz heller rosa Pastellton. So, hier haben wir einen schönen Grünton. Jetzt kommen die Ellipsen, ne? Diese Tropfenformen. Einmal in lila und einmal in blau. Sehr, sehr schön. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ne? Morgen habe ich ja wieder 2 Stunden Pause. Dann kann man sowas, finde ich, immer ganz gut machen. Ne? Auch so Stickerchen oder wie auch immer. Aber irgendwie, mir gefällt die Idee, dass ich da die Meisenknödel reinmache. Ich glaube, den nehme ich morgen mal mit. Das wird zwar eine schnelle Nummer werden, aber ja, die Idee gefällt mir. Ja. Das machen wir. Dann drehe ich euch vielleicht morgen ein Short mit. Guck mal, dann habt ihr auch direkt die Produkte auch mal in live gesehen. Okay, das war Nummer 2. Und das fand ich irgendwie doch noch ein Highlight. Die zoomen uns das mal ein bisschen ran. Die fand ich ja geil, ne? Also, das ist jetzt eine Tasche. Ich persönlich würde sowas nicht benutzen. Ne? Aber ich fand das für unsere Persönchen, die sowas gerne tragen möchten, fand ich das irgendwie eine ganz, ganz spannende Sache. Ist auch einfach für einen schmalen Geldbeutel. Ne? Aber das ist. Ich packe euch das mal aus, dann gucken wir uns das mal an. So, wir haben hier wieder das Standard-Toolset mit dabei. Das ist nochmal das dritte. So. Und hier jetzt schaut mal, ich hole das auch noch mal ein bisschen ran. Ne? Überall, wo wir hier diese Fältchen haben, da können wir das alles bepennen. Also hier ist auch wieder so eine Schutzfolie drauf. Und ja, ich finde das irgendwie richtig, richtig cool. Auf jeden Fall auch versiegeln, nicht mit so einem dicken, ne? Also eher mit so einem schmalen Pinsel oder mit so einem Pinsel. Ne? Hier haben wir die Schnallen. Ja, da kommt gleich also schnallen diese Ösen hier und da kommt gleich das Kettchen dran. Und hier oben haben wir einen Reißverschluss auch in so einem Goldton. Fühlt sich auch nicht billig an. Ne? Manchmal hat man ja so Sachen,
was sich so billig anfühlt. Klar, das wird hier auf jeden Fall, ich zoome zurück, das wird hier kein Leder oder sowas sein. Aber nö, das gefällt mir auf jeden Fall richtig cool. Ich bin sowas jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, das ist doch für meine Community eine richtig, richtig spannende Sache. So, und wenn wir das fertig gepaintet haben, haben wir hier so eine schöne Kette. Und dann, oh, das fühlt sich nicht billig an. Ne? Also manchmal hat man ja so Sachen in der Hand, so wie das jetzt hier, wo man denkt so, alles klar, einmal betätigt, schon hat man das Ding in der Hand und es ist kaputt. Aber das ist schon mal richtig, richtig cool. Oder? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich fand das als ich mir die Sachen ausgesucht habe, fand ich das schon richtig, richtig cool. Irgendwie auch vom Motiv her. Ne? Nicht jeder mag Ollen, aber ich mag Ollen irgendwie doch. Ja, ich finde es cool. Es ist nur von einer Seite zu painten, auch von der Rückseite her nicht. Das natürlich auch. Ne? Es ist immer nur von einer Seite zu bepainten. Und dann packe ich jetzt mal die Steinchen aus. Sind auch Strasssteine, so wie ich das sehe. Und dann gucken wir uns das mal zusammen nochmal an. So, wir haben ein paar mehrere Farben als jetzt gerade bei dem Beutel. Und dann würde ich mal sagen, wir schauen uns das mal an. Wie gesagt, auch hier sind es Strasssteine. Hier haben wir wieder so einen lila Ton. Hier haben wir so einen Blauton. Hier haben wir so einen Orangeton. Ein gelber Ton. Noch so ein gelber Ton. Aber der ist ein bisschen heller. Oder ist das dieselbe Farbe? Ne, das ist nicht dieselbe Farbe. Ich würde sagen, der ist ein bisschen dunkler. Der ist ein bisschen heller. Hier haben wir nochmal so einen Pinkton. So einen hellen, ganz, ganz hellen Pastellblauton. So einen pastellrosa Ton. Ein grüner. So, hier fangen wir jetzt wieder an mit so einer Tropfenform. Ja, hier ist so ein Orangeton. Oh, hier haben wir wieder so einen schönen AB-Lila-Ton. Ne? Wenn wir den wieder im Licht schwenken, dann glitzert der ganz in ganz, ganz tollen Farben wieder. So, dann haben wir hier, die haben wir schon ganz oft gesehen bei den anderen Teilbildern, die ich euch schon mal gezeigt habe. Ne, hier haben wir so einen heller Blauton, auch mit so einer AB-Beschichtung wieder oben drauf. Hier haben wir so einen Weißton mit AB-Beschichtung und das ist wieder ein Strasston, ne, und das in so einem hellen Gelb-Transparent-Pastell. Sehr cool! Finde ich richtig spannend. Ich glaube, das ist meine Pausen- Beschäftigung morgen. Ich werde mal so einen kleinen Ollentag einlegen. Vielleicht schaffe ich ja beide Sachen. Ich denke mal den Beutel. Ich hole uns das mal nochmal alles hier rein. Den Beutel. Das wird auf jeden Fall eine schnelle Nummer werden. Der ist ja nicht so riesengroß. Die Tasche ist auch nicht so riesengroß. Aber gut, man muss halt auch erstmal die Sachen, die Steinchen und so alle erstmal gesetzt haben. Aber ich denke mal, das wird eine Pause sein. Und dann, ja. Dann haben wir, wie gesagt, als drittes Produkt noch den Flamingo gehabt. Das wird auf jeden Fall eine etwas kompliziertere, längerwiegende Sache werden. Deswegen, das werde ich jetzt nicht in der Pause machen. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof, das mit zur Arbeit zu nehmen, weil ich weiß nicht, wie lange braucht der Kleber, bis er trocknet. Und das dann wieder mitzuschleppen. Deswegen mache ich sowas halt lieber hier zu Hause. Dann kann ich es nämlich hier einfach schön hinlegen und dann passt es schon. Okay. Das waren die drei Produkte von Paint Some Way. Und ja, ich fand sie ganz, ganz spannend. Wie gefällt es euch? Schreibt es mal unten in die Kommentare, was war euer Favorit. Wie gesagt, das Täschchen ist jetzt mein Favorit gewesen. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich verlinke euch natürlich alle Produkte, alle drei und auch den Shop verlinke ich euch unten in die Beschreibung. Da dürft ihr dann sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch einen bezaubernden Tag. Schmilzt und fließt nicht weg bei diesem Wetter. Trinkt auf jeden Fall ganz, ganz viel. Da möchte ich nochmal einen ganz, ganz riesen Dank aussprechen an meine neuen Kanalmitglieder. Und das sind nämlich meine ersten beiden Steinchensuchti und Hionos Diamond Painting Welt. Ganz, ganz tausend Dank an euch, dass ihr mich hier so unterstützt. Ohne euch würden solche Videos und sowas nicht stattfinden. Ihr unterstützt mich mit den Kanalmitgliedschaften, damit wir auch weiterhin hier immer wunderschöne Sachen
ich euch zeigen kann, was spannend für mich ist und natürlich auch spannend für euch. Also an Steinchensuchte und hier in der Diamond Painting Welt, tausend Dank. Und jetzt wünsche ich euch einen bezaubernden Mittwoch. Bleibt gesund, bleibt lieb zueinander und vor allem paintet sehr, sehr gerne. Und wir haben so ein tolles Hobby. Macht es gut. Ciao.